So, guten Tag, meine Freunde auf YouTube. Ich erkläre euch jetzt mal, wie ich die Aufhängung und die gesamte Gondel, den Mittelbau von meinem Lego Shaker Fegefeuer gebaut habe. Ich zeige euch das erstmal jetzt hier komplett. Das ist der gesamte Mittelbau mit den einzelnen Abgreifern für die Gondeln über die Mitte hier. Das werden wir gleich mal auseinandernehmen. Und dem Antrieb hier außen. Und dann, wie ich eine Gondel gebaut habe, ist das hier. Zunächst mal zeige ich euch die Gondelaufhängung hier. Dann nehme ich die Gondel mal ab. Dazu habe ich ein Z40 genommen und 2x6 Platten. Die habe ich an das Z40 angebracht hier. Das werde ich jetzt mal in umgekehrter Reihenfolge auseinandernehmen. Habe ich dann hier so angebracht. Könnt ihr am Z40 anstecken hier. So den Mittel, das Rundkreuz in der Mitte rausnehmen. Das ist wichtig. In die Mitte. Die dann außen in die Löcher. Und dann flache Winkelstücke anbringen, damit die nicht durch die Last der Gondeln nach unten weggedrückt werden. Dann habe ich einen einzelnen Ausleger. Mit zwei dieser Springerplatten. Und einer kleinen flachen Drehplatte 2x2. Habe ich dann so aufgebracht. So, dann habe ich einen Arm. Dann habe ich die Gondel. Die habe ich folgendermaßen gebaut. Ich habe einen flachen Liftarm. In dem Fall ist dieser hier 1x7, sonst habe ich 1x6 genommen. Dann vierer Achsen. Diese alten Pleuele mit den Zahnkupplungen mit den Zahnungen genommen, diese Steckbuchsen, diese flachen hier. Das Ganze dann habe ich zusammengesteckt auf dieser Viererachse, das drauf. Diese Steckbuchse dann hier eingesteckt. Dann den 1x7er oder wenn ihr habt, 1x6er, Liftarm flach, ein Zaunelement, das ist wichtig, und so ein Knickgelenk, ihr seht es jetzt, das habe ich dann an den Zaun angebracht, so. Ich habe hier leider nur schwarze, da ist ein bisschen schwerer zu erkennen. Und das Zaunelement angebracht, das hochgestellt. Dann habe ich einen Seitenteil von der Gondel. Dann habe ich dieses vorbereitete Bau, die vorbereitete Baugruppe hier an der Seite eingefügt, am unteren. Dann ist das ein Durchschwingen. Auf der anderen Seite genauso. Eine 2x4 Platte und eine 2x2 Platte übereinander. Dann so ein, wie auch immer, Bodenelement. Eine Figur reingesetzt. Das Ganze dann so zusammengesetzt. Die Figur so rein. So zusammengesetzt. Die einzelnen Baugruppen seitlich eingefügt. Müsst ihr gucken, mit den Ärmchen hat es ein bisschen die Drückse. Passt aber, wenn es zusammengebaut ist, sehr gut. Das andere Stück. Dann mit Flachbuchsen oder Hochbuchsen, könnt ihr wie ihr auch immer wollt,
das Ganze auf den Liftarm aufgesteckt. Und dann habt ihr eine schöne Gondelaufhängung. Unten noch mit so Flachbuchsen befestigt. Da habt ihr eine schöne, wenn sie zusammengebaut ist, Gondel. Wie ihr die dann ausdekoriert, ist dann eure Sache. Auf jeden Fall ist die schön. So schwingt ihr durch und dann, wie ihr sie hier wirklich, wiederhole ich mich, ausdekoriert, ist eure Sache. Das ganze Ding dann habe ich dann auf diesen Ausleger, auf diesen vorbereiteten, drauf. Und der steckt dann schon an dem Z40 dran hier. So. Nun zum Hauptteil, den gesamten Mittelbau, ist das hier nochmal. Es ist quasi so gesehen ein natürlicher Fünfkant hier. Nehme ich mal den mittleren Antrieb für die einzelnen Gondeln raus. Den habe ich gebaut über Kreuzlöchsteine. Dann wiederum diese alten Buchsen, diese Zahnbuchsen. Zwei Stück davon gegeneinander gesetzt, übereinander. Zahnung ineinander. Und das Ganze dann auf diese Mittelachse. Das Ganze zentriert die schön und es läuft dann mittig. Das werde ich mal euch zeigen. Da habe ich diese Mittelachse hier, dieses Z24 auf Z12. So. Angesetzt. Die nehme ich mal raus hier. Das sieht so aus. Flachbuchse, Sechserachse, Steckkupplung, Achterachse, aber das könnt ihr wählen, wie ihr wollt. Das Ganze dann durch die Mitte geführt. Geht genau auf die Z12er. Dann habe ich hier im Winkel angesetzt. Das gehe ich mal ein bisschen näher ran. Zwei flache Runde. Einmal eins. Einen 2x4 drauf. Gegenüber einen 1x4 flach. Auch einen 2x4 drauf. Und dann besagte Baugruppe eingefügt. Das müsst ihr dann ein bisschen hin und her schieben. Es hält auf jeden Fall die Achse genau auf Mitte. Das mal weg. Das mal raus. So. Und dann weiter mit der unteren Baugruppe hier. Dazu habe ich einfach diese Gelenksteine genommen, diese Gelenk, die hohen oder flachen, wie auch immer was, habe ich erstmal so als Fünfkant gefügt. Und den Antrieb für die Gondeln habe ich aus einer 5er-Achse und einem 12er Zahnrad so eingebaut. Das greift dann genau in die Mitte rein. So, jetzt gleich zu dem natürlichen Fünfkant. Hier, da habe ich diese hier in dem Fall hohen Knickelemente genommen. Gelenkelemente. Davon logischerweise 5. Dann 2x4 Platten, flache. Fahren wir jetzt mal ein bisschen näher ran hier. So, dann als Ausleger Lochbalken genommen, welcher auch immer. Ich habe hier jetzt 8er Lochbalken genommen. Könnte auch 16er, wie auch immer, was nehmen. Dann kommen wir jetzt mal zu diesem natürlichen Fünfkant. Ich nenne ihn wirklich mal bewusst natürlicher Fünfkant. Ist in dem Sinne auch so.
Die habe ich hier mit einmal zwei Flachplatten abgedeckt, die mittleren Steine, wegen der oberen Auflagen. So, die nehme ich mal weg hier. Dann habe ich wirklich hier mit diesen Lenkungsstangen, die sind wichtigste ist, dass die an den Seiten rund sind. Fünf Stück davon. Die habe ich, das zeige ich euch jetzt mal an den hohen Gelenksteinen. Gewinkelt und dann draufgesetzt. Das gibt einen Winkel von 72 Grad jeweils. Dann habt ihr dann, wenn ihr davon alle 5 nehmt, kommt ihr genau auf einen, wie gesagt, natürlichen Fünfkant. So, und das ist hier das gleiche, da habe ich dann diese 4x4 Platten drunter, das mache ich jetzt hier mit diesen 2x4 Platten. So habt ihr den schönen, natürlichen, gleichwinkligen Fünfkant. Und wie ich den auf Mitte aufbringe, das zeige ich euch jetzt hier. Da werde ich den anderen wieder zerlegen. Die hier schnell wieder aufgesetzt. So. An besagten Stellen. Dann ist nämlich jetzt der interessante Teil, wie ich den mittig auf den alten Drehkranz gesetzt habe. Das kommt sogleich. So, nochmal der Fünfkant. Jetzt knibbel ich den mal ab hier. So sieht er von unten aus, so von oben. Jetzt einen alten Drehkranz, den habe ich entsprechend vorbereitet. Mit 8er Lochbalken außen abgestützt. Und obendrauf einen 8x beziehungsweise doch einen 8x8 und dann hier an der Seite eine Verlängerung. Dann habe ich hier zwei dieser besagten Springerplatten auf der einen Seite von dem. Andere ist nur mit diesen Flachplatten abzudecken, das ist wichtig. Und hier im rechten Winkel dazu auf einer 2x6 Platte auch diese Springerplatten. Das Ganze dann ist ein bisschen zitzelig. Stecke ich dann, gibt hier leider keine durchsichtigen, auf diesen Fünfkant. Ihr seht ja oben an dem, an dieser Lenkstange hier, da müsst ihr das parallel zu dem unteren draufsetzen. Es sitzt dann genau auf und ist dann wirklich nahezu mittig. Nochmal wiederholen. Hier diese Springerplatten. Im rechten Winkel dazu außen aufgebracht, das ist wichtig. Dann hier habt ihr hier so eine, diese Lenkstangen, die setzt ihr dann, ihr müsst dann euch durchdenken zu diesen Springerplatten. Und das Ganze sitzt dann drehe ich mal hier, so auf den da. Es sitzt dann wirklich schön auf und das passt an jedem dieser Teile. So, das nehme ich wiederum auseinander nochmal. Und dann den unteren Teil davon, hier die ganzen Kacheln mache ich mal ab. So,
einmal Achter je außen. Hier drunter, dass ihr oben auf eine Ebene kommt. Hier habe ich dann zweimal von diesen 1x8er Liftarmen zusammengefügt. So. Und den unteren Teil vom Drehkranz ist es relativ simpel jetzt wieder. Das ist mit einem Z24 auf Z8 Zahnrad. Das macht also eine Untersetzung von 1 zu 7. Und das ist schön flach weggegriffen hier. Habt ihr auch für außen, wenn ihr außen was rumdreht oder wenn ihr außen was aufgesetzt wird, sehr schön flach. Und damit die obere Achse, diese hier, von dem Gondelantrieb auch durchmittig sitzt, habe ich hier unten eine 2x6 flache Lochplatte eingefügt. Und das Wichtige ist hier auf der Mittelachse eine Flach- oder Hochbuchse, wie auch immer was, dass das Ganze auf den Z12-Achsen nicht zu kräftig aufgedrückt wird, aber auch nicht zu sehr wegrutscht. Ist ein langes Tutorial, aber für das Ding hat sich gelohnt. Und ich habe den Drehkranz mit leichtem Mechaniköl, mit leichtem säurefreien Maschinenöl eingearbeitet, dass der schön rund läuft. Es ätzt das Plastik nicht weg und es ist eine Alternative zu diesem, wie andere nehmen, Sprühteflon hier. Soweit dieses Tutorial und so viele Teile nur für diesen quasi Mittelbau mit einer halben Gondel. Drehkranz, alter Drehkranz. Lochplatte, 2x6. Z24 Stirnräder, 2. 10 Stück von diesen Knickelementen. 5 Stück von diesen Lenkarmen. 5 diese Z12 und 5er Achsen. Und diese Kreuzlochsteine. 2 Stück, die das Ganze mittig halten. Und der Rest ist dann eurem Gedanken überlassen, wie ihr das selber bauen mögt. Vielen Dank fürs Zuschauen.